Sie hören den Artikel Mikrofon, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Mikrofon. Ein Mikrofon mit F oder Mikrofon mit PH ist ein Schallwandler, der Luftschall als Schallwechseldruckschwingungen in entsprechende elektrische Spannungsänderungen als Mikrofonsignal umwandelt. Dieses unterscheidet Mikrofone von Tonabnehmern, die Festkörperschwingungen umsetzen. Unterwassermikrofone werden als Hydrofone bezeichnet. In der gängigen Bauform folgt eine dünne, elastisch gelagerte Membran den Druckschwankungen des Schalls. Sie bildet durch ihre Bewegung die zeitliche Verteilung des Wechseldrucks nach. Ein Wandler, der mechanisch oder elektrisch mit der Membran gekoppelt ist, generiert daraus eine der Membranbewegung entsprechende Tonfrequenzwechselspannung oder eine entsprechende pulsierende Gleichspannung. Abschnitt Geschichte des Mikrofons. Unterabschnitt Entwicklung des Mikrofons. Die Entwicklung des Mikrofons ging Hand in Hand mit der Entwicklung des Telefons. In der Geschichtsschreibung werden die Entwicklungen von grundlegenden Wandlerprinzipien angeführt. Die Entwicklung verschiedener akustischer Bauformen ergab sich im Zuge der Verbesserung einzelner Modelle. Der in die USA ausgewanderte italienische Ingenieur Antonio Meucci entwickelte bereits 1860 ein Telefon auf Basis eines ebenfalls von ihm erfundenen elektromagnetischen Wandlers. Er war jedoch kein erfolgreicher Geschäftsmann und konnte das Geld für eine Patentanmeldung nicht aufbringen. Der heute meist als Erfinder des Mikrofons angeführte schottische Taubstummenlehrer Alexander Graham Bell, der in dem Labor tätig war, in dem Meuccis Erfindung aufbewahrt wurde, meldete ein technisch gleichartiges Patent am 14. Februar 1876 an. 1887 strengte die Regierung der USA ein Verfahren zur Annullierung des Patents an. Dieses wurde jedoch nach dem Tod Meuccis und dem Auslaufen des Patents eingestellt. Im Zuge der Entwicklung des von ihm sogenannten Telephones war Philipp Reis der Erste, der ein Kontaktmikrofon baute, das von ihm als Teil seines Fernsprechprototypen 1861 erstmals öffentlich vorgestellt wurde. Vom Modell einer Ohrmuschel ausgehend erkannte Reis, dass statt eines Trommelfells auch ein mit einer Membran bespannter Schalltrichter verwendet werden konnte. Dieser Schalltrichter mündete bei Reis in einem Gehäusekasten. Er versah die Membran mit einem Platinkontakt, der im ruhenden Zustand einen anderen Kontakt, der im Gehäuse befestigt war, gerade noch berührte. Über diesen Kontakt und einen äußeren Widerstand wurde Gleichstrom geleitet. Fand nun an der Membran ein Schallwechseldruck statt, kam diese in Schwingung, was dazu führte, dass die Kontakte je nach dem Lauf der Schallwellen mehr oder weniger zusammengedrückt wurden. Reis hatte mit dieser Versuchsanordnung das Kontaktmikrofon erfunden, aus dessen Prinzip später das Kohlemikrofon entwickelt wurde, das in der Frühzeit des Rundfunks für Aufnahmen Verwendung fand. Die Erkenntnis, dass Kohle die Schwingung einer Membran sehr simpel in elektrische Impulse umsetzen kann, führte Ende des 19. Jahrhunderts zur Entwicklung des Kohlemikrofons. 1877 entwickelte Emil Berliner in den Bell Labs USA einen Schallwandler, der den druckabhängigen Übergangswiderstand zwischen Membran und einem Stück Kohle zur Signalgewinnung nutzte. Als Erfinder des Kohlemikrofons wird jedoch David Edward Hughes angesehen, der eine ähnliche Entwicklung auf der Basis von Kohlestäben erstmals am 9. Mai 1878 in der Königlichen Akademie in London öffentlich vorstellte. Hughes erkannte zudem das Kontaktmikrofon von Philipp Reis, da er 1865 mit einem importierten Telefon des deutschen Erfinders experimentiert und gute Resultate erzielt hatte. Noch im gleichen Jahr verbesserte der Engländer Henry Hunnings das Mikrofon, indem er anstatt von Kohlestäben Kohlekörner verwendete. Das Kohlemikrofon in der Form, in der es im Grundprinzip die nächsten 100 Jahre nicht mehr verändert wurde, konstruierte Anthony C. White im Jahre 1890. Dieses Kohlekörnermikrofon war als Studiomikrofon
bis in die 1940er Jahre in Gebrauch. Es gilt heute als erstes richtiges Mikrofon und wurde erst vom Kondensatormikrofon verdrängt. Georg Neumann entwickelte im Jahr 1923 das Kohlemikrofon weiter, wodurch die Klangqualität besonders bei tiefen Frequenzen stark verbessert wurde. Der Durchbruch gelang ihm jedoch mit der Entwicklung des Niederfrequenz (NF) Kondensatormikrofons. Membran und Gegenelektrode bilden hier einen Kondensator, der auf eine Gleichspannung aufgeladen wird. Durch die Membranbewegung ändert sich die Kondensatorkapazität, aus dieser wird dann das Signal gewonnen. Dieses Wandlerprinzip war bei der Schallaufzeichnungstechnik seinerzeit qualitativ weit voraus und ist bei Mikrofonen höchster Qualität noch heute Standard. 1928 gründete Georg Neumann zur Vermarktung seines Kondensatormikrofons eine Firma, die Georg Neumann & Co. KG in Berlin, die noch heute zu den führenden Mikrofonherstellern gehört. Das erste funktionstüchtige Serienmodell, das Neumann CMV3, auch Neumann-Flasche genannt, ist auf vielen zeitgenössischen Filmaufnahmen zu bewundern. Legendär ist auch das erste Mikrofon mit elektrisch umschaltbarer Richtcharakteristik, das Neumann U47 von 1949. Es zählt auch heute noch zu den begehrtesten und teuersten Mikrofonen. Ein funktionsfähiges, gut erhaltenes U47 wird für rund 5000 Euro gehandelt. 1962 erfanden Gerhard M. Sessler und James Edward Maceo West das Elektret-Mikrofon, eine Variante des Kondensatormikrofons, die heute mit 90% Marktanteil den häufigsten Mikrofontyp darstellt. Gerhard M. Sessler und Dietmar Hohm empfanden außerdem in den 1980er Jahren an der TH Darmstadt das Silizium-Mikrofon. Unterabschnitt Hersteller. Weitere Namen, die in der Entwicklung des Mikrofons auftauchen, sind David Edward Hughes, Sidney Shure, Fritz Sennheiser und Eugen Beyer. Wichtige Hersteller von dynamischen Mikrofonen sind Sidney Shure, Electro Voice, Sennheiser, Beyer Dynamic, Klammer auf, Spezial, Bändchenmikrofone, Klammer zu, AKG Acoustics. Wichtige Hersteller von Kondensatormikrofonen sind Sidney Shure, Georg Neumann GmbH Berlin, in Klammern, gehört seit 1991 zur Firma Sennheiser, Klammer zu, Sennheiser, Klammer auf, Spezialität HF-Kondensatormikrofone, Klammer zu, Microtech Gefell GmbH, Klammer auf, in Gefell, ehemals Firma Neumann und Co. KG, später VIB Mikrofontechnik Gefell, Klammer zu, Schöps, Danish Pro Audio, Klammer auf, ehemals Brühls und Kier, Klammer zu, AKG Acoustics, Brauner Microphones. Wichtige Hersteller von Messmikrofonen sind Brühl und Kier, GRAS, Microtech Gefell GmbH, Norsonic, PCB Piezotronics. Abschnitt Wandlerprinzipien. Abhängig von der akustischen Bauform des Mikrofons folgt die Membran dem Schalldruck, Klammer auf, Druckmikrofon, ungerichtetes Mikrofon, Klammer zu, oder dem Schalldruckgradienten, Klammer auf, Druckgradientenmikrofon, gerichtetes Mikrofon. Das Wandlerprinzip ist maßgeblich für die technische Qualität des Mikrofonsignals, die durch Rauschabstand, Impulstreue, Klirrfaktor und Frequenzgang charakterisiert wird. Unterabschnitt dynamische Mikrofone. Das dynamische Mikrofon arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Technisch betrachtet führt beim dynamischen Mikrofon die Geschwindigkeit der Membranbewegung zum Signal, nicht die momentane Auslenkung, daher bezeichnet man es auch als Geschwindigkeitsempfänger. Der Haupteinsatzbereich von dynamischen Mikrofonen ist der Live-Bereich. Das dynamische Mikrofon wird neben dem Live-Einsatz auch zur Mikrofonierung von Schlagzeugen, Klammer auf, Snare Drum, Becken, Tom-Toms und so weiter, Klammer zu, genutzt, vereinzelt auch für Vokal- und Instrumentaufnahmen. Unterpunkt Tauchspulenmikrofon.
Das Tauchspulenmikrofon ist eine Bauform des dynamischen Mikrofons. Der Begriff bezieht sich auf den Aufbau des Wandlers. Bei Tauchspulenmikrofonen ist die Membran wie bei einem elektrodynamischen Lautsprecher fest mit einer Spule (Tauchspule) verbunden, die durch die Membranbewegung in einem dauermagnetischen Feld (Luftspalt eines Topfmagneten) bewegt wird. Die relative Bewegung von Spule und Magnetfeld erzeugt eine durch Induktion die Signalspannung. Die Vorteile dieses Mikrofontyps sind: relativ robust gegenüber mechanischen Belastungen, verträgt hohe Schalldrücke, vorteilhaft bei Gesang und lauten Instrumenten, benötigt keine Spannungsversorgung, relativ preisgünstig. Tauchspulenmikrofone haben aufgrund der Spulenmasse ein nach oben begrenztes Wiedergabespektrum sowie ein schlechtes Impulsverhalten. Sie sind gut für Nahaufnahmen geeignet, da ihre nichtlinearen Verzerrungen auch bei hohen Schallpegeln gering sind. Unterpunkt Bändchenmikrofon. Ein Bändchenmikrofon (englisch Ribbon Microphone) ist eine Bauform des dynamischen Mikrofons. Bei diesem Mikrofontyp sind Wandlerprinzip und akustische Funktionsweise eng verknüpft. Die Membran des Bändchenmikrofons ist ein zickzack gefalteter Aluminiumstreifen von 2 bis 4 mm Breite und einigen Zentimetern Länge. Er ist nur wenige Mikrometer dick. Bei Andrehung durch eintreffenden Schall induziert die Bewegung im Magnetfeld eine der Bewegungsgeschwindigkeit entsprechende Spannung, die an den Enden der Aluminiumstreifen abgegriffen werden kann. Bändchenmikrofone besitzen einen im Arbeitsbereich nahezu linearen Frequenzgang. Ihre äußerst leichte Membran verleiht ihnen ein gutes Impulsverhalten. Prinzipbedingt kann die Membran von beiden Seiten vom Schall erreicht werden. Die akustische Bauweise ist daher die eines Druckgradientenmikrofons. Daraus folgt die Richtcharakteristik einer 8. Bändchenmikrofone sind nicht für die Aufnahme tiefster Frequenzen geeignet. Unterabschnitt Kondensatormikrofon. Das Kondensatormikrofon (englisch Condenser Microphone) arbeitet nach dem physikalischen Prinzip des Kondensators. Da die Membranauslenkung und nicht die Membrangeschwindigkeit zum Signal führt, ist das Kondensatormikrofon technisch betrachtet ein Elongationsempfänger. Kondensatormikrofone kommen in den verschiedensten Erscheinungsformen vor, da mit diesem Begriff nur das Wandlerprinzip bezeichnet wird. Der Begriff hat sich aber umgangssprachlich als Mikrofonklasse etabliert, da klangliche Eigenschaften mit dem Prinzip der Wandlung eng verknüpft sind. Unterpunkt Prinzip. Beim Kondensatormikrofon ist eine wenige tausendstel Millimeter dicke, elektrisch leitfähige Membran dicht vor einer Metallplatte elektrisch isoliert angebracht. Technisch betrachtet entspricht diese Anordnung einem Plattenkondensator, der eine elektrische Kapazität besitzt. Eintreffender Schall bringt die Membran zum Schwingen, wodurch sich der Abstand der beiden Kondensatorfolien und damit die Kapazität des Kondensators ändert. Solche Geräte können auch als Mikrosysteme realisiert werden. Unterpunkt Niederfrequenztechnik (NF-Technik). Sobald eine elektrische Spannung angelegt wird, entsteht zwischen der Membran und der Platte ein Potentialgefälle. Die Kapazitätsschwankungen führen bei hochohmiger Versorgung (typischerweise Gigaohm-Bereich) zu Spannungsschwankungen bei im Wesentlichen konstanter Ladung des Kondensators, einem elektrischen Signal. Die Kapazität der Kapsel und der Versorgungswiderstand bilden als RC-Glied einen Hochpass, durch den die tiefste übertragbare Frequenz begrenzt wird. Um das Potentialgefälle zwischen den Kondensatorplatten zu erreichen, sowie zur Versorgung des Mikrofonverstärkers (Impedanzwandler) ist eine Spannungsquelle notwendig. Üblicherweise nutzt man die 48 Volt Phantomspeisung des Mikrofonvorverstärkers oder des Mischpuls. Siehe auch symmetrische Signalübertragung. Unterpunkt Hochfrequenztechnik (HF-Technik). Alternativ kann die Kapazität des Kondensators auch mit HF-Technik gemessen werden. Dazu kann die Impedanz gemessen werden,
insbesondere in einer Messbrücke mit phasenempfindlicher Auslösung, oder die Kapsel wird als frequenzbestimmendes Bauteil in einem Oszillator eingesetzt. Das erübrigt die Beschränkung auf hochohmige Folgeverstärkung. Außerdem ist es möglich, bis zu beliebig tiefen Frequenzen ein Signal zu generieren (Klammer auf, eigentlich ist das Mikrofon dann ein schnelles Barometer, Klammer zu). Die Kapsel wird auf andere Parameter optimiert als bei der NF-Technik. Sie muss zum Beispiel weniger spannungsfest sein. Der Schaltungsaufwand ist in der Regel höher als bei der NF-Technik. Bei unsauberer Versorgung, Klammer auf, mit Resten der Taktung eines Switch-Generators für die Phantomspannung, Klammer zu, können durch Intermodulation Störungen entstehen. Auch hier wird die Schaltung meist über Phantomspeisung versorgt. Unterpunkt Richtcharakteristiken. Kondensatorkapseln sind sowohl als Druckmikrofon wie auch als Druckgradientenmikrofon gebräuchlich. Manche Kondensatormikrofone haben eine umschaltbare Richtcharakteristik. Ermöglicht wird dieses durch die Kombination zweier Druckgradientenmikrofone in Klammern Doppelgradientenmikrofon, Klammer zu. Der Kondensatorschallwandler ist heute wegen der hohen Signalqualität Aufnahmestandard in Tonstudios. Er ist allerdings recht empfindlich, Klammer auf, insbesondere gegen Feuchtigkeit in jeder Art, Klammer zu, und kann sogar durch sehr hohen Schalldruck beschädigt werden. Im Beschallungs- und Live-Bereich dominieren daher dynamische Schallwandler. Unterpunkt Elektret-Konsator-Mikrofon. Das Elektret-Mikrofon ist eine mit dem Konsator-Mikrofon eng verwandte Bauform. Auf die der Membran gegenüberliegende Kondensatorplatte ist eine Elektretfolie aufgebracht, in der die Membranvorspannung sozusagen eingefroren ist. Üblicherweise befindet sich in der Mikrofonkapsel noch ein Mikrofonverstärker zur Verstärkung der schwachen Signalströme. Er benötigt mit 1,5 Volt eine viel geringere Spannung als ein reines Kondensatormikrofon in Klammern 48 Volt. Der Strombedarf von 1 mA begünstigt den Einsatz in mobilen Geräten. Elektretmikrofone sind mit 90% Marktanteil die weltweit am häufigsten hergestellten und eingesetzten Mikrofone. Dank ihrer extrem kompakten Bauweise, des geringen Preises und der guten Signalqualität finden sie sich in praktisch jedem modernen Sprachkommunikationsmittel, Klammer auf, Headsets, Handys, Hörgeräte und so weiter, Klammer zu. Die Größe der Mikrofonkapsel liegt meistens zwischen einem Millimeter und einem Zentimeter. Der Frequenzgang kann bei guten Elektretmikrofonen als Druckempfänger, Klammer auf, Mikrofon mit Kugelcharakteristik, Klammer zu, von 20 Hz bis 20 kHz gehen. Elektretmikrofone eignen sich nicht für große Schallamplituden, sie erzeugen dann nichtlineare Verzerrungen. Unterabschnitt Kohlemikrofon. Als Kohlemikrofon wird ein elektroakustisches Wandlerprinzip bezeichnet, bei dem die Druckschwankungen des Schalls Änderungen eines elektrischen Widerstandes bewirken. Zur Wandlung dient dabei der druckabhängige Übergangswiderstand im hinter der Membran gelagerten Kohlegranulat. Kohlemikrofone besitzen schlechte Wiedergabeeigenschaften. Die Masse der Metallmembran begrenzt und verzerrt den Frequenzgang. Die Kohlekörner verursachen insbesondere bei Bewegung Rauschen. Durch die nichtlineare Zusammenhänge zwischen Druck und Übergangswiderstand der Kohlekörner entstehen nicht reproduzierbare, nichtlineare Verzerrungen. Der Hauptvorteil des Kohlemikrofons ist dessen hohes Ausgangssignal. Es liefert in einem Gleichspannungskreis einen für die Fernübertragung und Wiedergabe mit einer elektromagnetischen Hörkapsel ausreichendes Signal. Verstärkung ist nicht notwendig. Kohlemikrofone wurden daher früher in großer Stückzahl in Telefonen eingesetzt. Man geht davon aus, dass durch die Erfindung des Kohlemikrofons die Entwicklung des Fernsprechwesens außerordentlich beschleunigt wurde. Nach einer gewissen Zeit verdichtete sich das Kohlegranulat in den Mikrofonen der Telefone, was zu einer deutlichen Minderung der Sprachqualität führte. Aus diesem Grund wurden seit den 1970er Jahren dynamische oder Elektretkapseln mit einer Zusatzschaltung zur Verstärkung und Signalanpassung eingesetzt. Diese Module konnten die Kohlemikrofone in Telefonen ohne Schaltungsänderung ersetzen.
In der professionellen Tontechnik wurde das Kohlemikrofon bereits in den 1920er und 1930er Jahren vom Kondensatormikrofon verdrängt. In der Kommunikationstechnik dominiert heute das Elektretmikrofon den Markt. Piezo - oder Kristallmikrofon. Ein Piezomikrofon ist eine Mikrofonbauform, deren Wandlerprinzip auf den Eigenschaften piezoelektrischer Elemente beruht. Eine Membran folgt den Druckschwankungen des Schalls. Sie ist mechanisch mit einem piezoelektrischen Element gekoppelt. Es wird durch die Druckschwankungen minimal verformt und gibt diese als elektrische Spannungsschwankungen aus. Als piezoelektrisches Material wird üblicherweise die Piezokeramik Bleizirconat-Titanat (PZT) verwendet. Solche Mikrofone waren in den 1930er bis 1950er Jahren populär. Sie sind mechanisch robust und haben Vorteile durch ihre simple Bauweise. Ein großer Nachteil dieser Wandlertechnik ist der hohe Klirrfaktor. Sie eignen sich prinzipiell nicht für hochqualitative Aufnahmen und konnten sich auch in der Telekommunikationstechnik nicht gegen das Kohlemikrofon durchsetzen. Die Schwingungswandlung durch piezoelektrische Elemente ist hingegen bei Kontaktschallwandlern (Tonabnehmer in Plattenspielern und für Instrumente, Körperschallaufnehmer, Schwingungsaufnehmer) weit verbreitet. Die hier zur Verfügung stehenden Kräfte sind in der Regel wesentlich größer und führen zu besseren Übertragungseigenschaften, als es bei Luftschall der Fall ist. Abschnitt Bauformen. Die akustische Bauform ist entscheidend für die Richtcharakteristik und den Frequenzgang. Im Gegensatz zu Lautsprechern spielt die Membrangröße bei Mikrofonen bezüglich deren Tiefenwiedergabe keine Rolle, da Mikrofone wie die menschlichen Ohren lediglich als Sensoren wirken und nicht wie Lautsprecher Luft im tieffrequenten Bereich mit möglichst geringem Hub zu verdichten haben. Eine Ausnahme sind Infraschallsensoren. Unterpunkt Richtcharakteristik. In der Mikrofontechnik beschreibt die Richtcharakteristik in Form eines Polardiagramms die Empfindlichkeit eines Mikrofons, also die Ausgangsspannung im Verhältnis zum Schalldruck in Abhängigkeit vom Schalleinfallswinkel. Man kann dabei zwischen den Verhältnissen im Direktfeld und im Diffusfeld differenzieren. Der Richtcharakter hängt ab von der akustischen Bauform der Mikrofonkapsel und von äußeren Formelementen (zum Beispiel Richtrohrmikrofon). Das wird durch Interferenzen verursacht, da der Schall bei ausreichend hohen Frequenzen an verschiedenen Stellen je nach Einfallsrichtung des Mikrofons unterschiedliche Phasenlagen hat. Die Stärke der Richtwirkung beschreibt man mit dem Bündelungsgrad bzw. mit dem Bündelungsfaktor. Die Richtcharakteristik von Mikrofonen wird in reflexionsarmen Räumen im Direktfeld D gemessen. Dabei wird das Mikrofon in 1 Meter Abstand von einer 1 kHz Schallquelle gedreht und dabei der Ausgangspegel des Mikrofonsignals in Abhängigkeit vom Einfallswinkel gemessen. Die Richtwirkung ist durch charakteristische Muster gekennzeichnet. Erstens Kugel (Kugelcharakteristik gleich ungerichtet). Zweitens eine Acht Achtercharakteristik gleich Dipol, vorne und hinten gegensätzliche Polarität). Drittens Keule (Keulencharakteristik Richtrohr). Ein reines Druckmikrofon besitzt keine Richtwirkung, also eine kugelförmige Richtcharakteristik (omnidirektional). Ein Druckgradientenmikrofon in seiner reinen Form (zum Beispiel Bändchenmikrofon) liefert als Richtcharakteristik eine 8. Die Richtcharakteristik Keule wird durch das Prinzip des Interferenzrohres gewonnen (Richtrohrmikrofon). Als standardisierte Formen zwischen Kugel- und Achtercharakteristik gibt es breite Niere, Niere, Superniere und Hyperniere. Aufgrund der komplexen Verhältnisse des Schallfelds weicht der reale Richtungscharakter in der Praxis von diesen theoretischen Mustern individuell ab. Starke Abweichungen der Muster sind dann zu beobachten, wenn die Wellenlänge der Signalfrequenz
sich im Bereich des Kapseldurchmessers bewegt. Daher sind diese Verzerrungen umso geringer, je kleiner der Membrandurchmesser ist. Bei Druckgradientenmikrofonen, deren Richtcharakter durch akustische Laufzeitelemente oder Doppelmembranbauweise von der reinen 8 etwa zur Niere modifiziert wurde, sind die größten Abweichungen zu erwarten. Bei Druckmikrofonen führen etwa der Druckstaueffekt wie auch Schallabschattung durch den Mikrofonkörper zu einer Richtwirkung bei hohen Frequenzen. Sollen die Abweichungen von der theoretischen Richtcharakteristik auch bei hohen Frequenzen vermieden werden, darf das Mikrofon nur einen Bruchteil, in Klammern weniger als die Hälfte, Klammer zu, der Wellenlänge bei der höchsten benötigten Frequenz als Abmessung des Schallwandlers haben. Realisiert wird dies bei Messmikrofonen mit typischerweise 6 mm Durchmesser der Kapsel. Da die aufnehmende Fläche und die aufgenommene Schallenergie quadratisch zum Durchmesser sind, führt das zu unempfindlichen Mikrofonen mit verhältnismäßig schlechtem Rauschverhalten. Mikrofone für Aufnahmeanwendungen sind daher meist größer. Unterpunkt Druckmikrofon. Druckmikrofone, in Klammern Mikrofon mit Druckcharakteristik, Druckempfänger, Klammer zu, arbeiten vorwiegend ungerichtet, Klammer auf, Kugelcharakteristik, Klammer zu. Diese Bauweise ist weit verbreitet in Form von Elektretmikrofonen, zum Beispiel in Mobiltelefonen oder Headsets. Bei einem Druckmikrofon ist die Mikrofonkapsel im Gegensatz zu der eines Druckgradientenmikrofons rückseitig geschlossen. Die schallaufnehmende Membran ist vor einem nach hinten geschlossenen Hohlraum angebracht. Dieser verhindert, dass der Schall die Membran umwandert und sich auch an deren Rückseite auswirkt. Einfallender Schall wird unabhängig von der Einfallsrichtung immer in gleicher Polarität wiedergegeben. Das Mikrofon reagiert ähnlich wie ein Barometer auf Luftdruckschwankungen. Daher kann ein solches Mikrofon auch bei sehr tiefen Frequenzen bis in den Infraschallbereich eingesetzt werden. In der Messtechnik werden daher üblicherweise Druckmikrofone verwendet. Für Druckmikrofone wird immer die Richtcharakteristik einer Kugel angegeben. Sämtliche Mikrofone mit anderen Richtcharakteristiken als die der Kugel, speziell solche mit umschaltbarer Charakteristik, werden mit der Bauform des Druckgradientenmikrofons realisiert. Unterpunkt Druckgradientenmikrofon. Bei einem Druckgradientenmikrofon, Klammer auf, Mikrofon mit Druckgradientencharakteristik, Klammer zu, ist die Mikrofonkapsel im Gegensatz zu einem Druckmikrofon rückseitig offen. Die Membran ist für den Schall von allen Seiten zugänglich. Diese Mikrofonbauform wird wissenschaftlich auch als Druckgradientenempfänger oder schnelle Empfänger bezeichnet. Da der Schall auch die Rückseite der Membran erreicht, folgt diese nicht dem absoluten Schalldruck, wie es beim Druckempfänger der Fall ist, sondern dem Druckgradienten bzw. der Schallschnelle. Ein typisches Beispiel ist das Bändchenmikrofon. Die Druckdifferenz ergibt sich, da der Schall die Membran umwandern muss, um sich auch auf der Rückseite auszuwirken. Die dazu benötigte Zeit resultiert in einer Druckdifferenz, in Klammern Druckgradienten. Bei eingegebenem Wert ist der Druckgradient umso höher, je schneller der Schalldruckwechsel erfolgt. Zu tiefen Frequenzen hin sinkt der resultierende Druckgradient entsprechend ab. Siehe akustischer Kurzschluss. Trifft ein Signal genau von der Seite 90 Grad auf die Membran, so ergibt sich keine Druckdifferenz und somit auch keine Membranbewegung. Bei Beschallung der Membranrückseite ist die Polarität des Mikrofonsignals gedreht, in Klammern spannungsinvertiert, Klammer zu. Die Richtcharakteristik ist in der beschriebenen symmetrischen Bauweise die einer 8. Durch die Gestaltung des Mikrofons lassen sich auch andere Richtcharakteristiken realisieren, die zwischen Kugel und 8 liegen, wie die breite Niere, die Superniere und die Hyperniere. Sämtliche Richtcharakteristiken außer der Kugel, in Klammern Druckmikrofon, können auch nur mit Druckgradientenmikrofonen realisiert werden. Unterpunkt Grenzflächenmikrofon. Der Begriff Grenzflächenmikrofon, englisch Boundary Layer oder Pressure Zone Microphone,
bezeichnet eine Mikrofonbauform hinsichtlich ihrer akustischen Funktionsweise. Es stellt einen Sonderfall dar, weil hier der Mikrofonkörper konzeptioneller Teil der akustischen Bauform ist. Der Mikrofonkörper ist eine Platte, auf der meistens eine Druckmikrofonkapsel membranflächenbündig eingelassen ist. Seine Richtcharakteristik ergibt somit eine Halbkugel. Die Wandler sind üblicherweise in Kondensator- oder Elektretbauweise ausgeführt. Diese Bauart wurde entwickelt, um die vorteilhaften akustischen Eigenschaften auszunutzen, die an schallreflektierenden Flächen auftreten, ohne das Schallfeld selbst zu beeinträchtigen. Das Mikrofon wird auf eine große schallreflektierende Fläche, zum Beispiel auf den Fußboden oder einen Tisch gelegt. Es enthält so den maximalen Schalldruck ohne Überlagerung von Raumschallanteilen, was zu einem ausgewogenen Frequenzgang und einem akustisch guten Raumeindruck führt. Erstens, an schallharten Flächen treten keine störenden Reflexionen auf, da diese hier erst entstehen. Zweitens, in Räumen werden deren Eigenresonanzen von diesem Mikrofon weniger aufgenommen. Durch die Platzierung des Mikrofons an einer Begrenzungsfläche entstehen keine klangfärbenden Kammfiltereffekte, wie sie innerhalb des Raums auftreten. Bei sich bewegenden Schallquellen ergeben sich keine Klangfarbenunterschiede. Drittens, Raumsignale R sind gegenüber Direktsignalen D um 3 Dezibel gedämpft, was eine Bevorzugung des Direktschalls bedeutet. Unterabschnitt Richtmikrofone, Unterpunkt Richtrohrmikrofon. Bei einem Richtrohrmikrofon, auch Interferenzmikrofon, in Klammer auf Englisch Shotgun Mikrofon, Klammer zu, ist der Mikrofonkörper durch ein vorgebautes Interferenzrohr ergänzt. Ein Richtrohrmikrofon besitzt eine ausgeprägte Keulencharakteristik, die durch ein vor einem Druckgradientenmikrofon vorgebautes mit seitlichen Schlitzen oder Bohrungen versehenes, nach vorn offenes Interferenzrohr zustande kommt. Dieses bewirkt, abhängig von der Rohrlänge, eine deutliche Verstärkung der Richtwirkung ab etwa 1 bis 2 kHz. Bei tieferen Frequenzen entspricht die Richtwirkung derjenigen der Mikrofonkapsel, in Klammern Nieren- oder Supernierencharakteristik, Klammer zu. Als Wandler sind Kondensator- oder Elektretmikrofone üblich. Unterpunkt Hohlspiegelmikrofon. Hohlspiegelmikrofone werden, in Klammern, besonders im Aeroakustik Windkanälen mit offener Messstrecke, Klammer zu, häufig zur Ortung von Geräuschen eingesetzt. Meistens werden Straßenfahrzeuge oder Flugzeuge untersucht. Unter anderem zur Vogelbeobachtung werden Mikrofone im Fokus eines Parabolspiegels als Richtmikrofon verwendet. Die Richtwirkung tritt, abhängig von der Spiegelgröße, nur bei hohen Frequenzen ab etwa 1 kHz ein. Abschnitt Mikrofonsignal. Die aus der Schallwandlung resultierende Wechselspannung, das Mikrofonsignal, ist durch folgende Kenngrößen gekennzeichnet. Unterpunkt Frequenzgang. Der Frequenzgang eines Mikrofons resultiert aus seiner akustischen Bauform, deren Mikrofonabstimmung und dem Wandlerprinzip. Je kleiner und je leichter die Membran, Klammer auf, und gegebenenfalls die Tauchspule, Klammer zu, ist, desto weniger Eigenresonanzen besitzt sie im hörbaren Frequenzband 20 Hz bis 20 kHz. Je weniger sie selbst in Resonanz gerät, desto unverzerrter gibt sie den Klang wieder. Die akustische Bauform setzt etwa beim Druckgradientenmikrofon Grenzen zu tiefen Frequenzen hin. Zudem ist der Frequenzgang aller Mikrofone abhängig vom Beschallungswinkel, Klammer auf, Richtcharakteristik, Druckstaueffekt, Klammer zu. Und beim Druckgradientenmikrofon von dem Abstand zur Schallquelle, Klammer auf, Nahbesprechungseffekt, Klammer zu. Unterpunkt Empfindlichkeit. Mikrofone wandeln Schalldruck in Wechselspannung um. Man misst den Feldübertragungsfaktor in Millivolt pro Pascal, in Klammern MV-PA, Klammer zu, der etwa proportional mit der Membrangröße ansteigt. So haben zum Beispiel Elektretenmikrofonen kleine 1/4 Zoll Kapseln 5 bis 10 Mikrovolt pro Pascal, Halbzoll Kapseln bis 30 bis 50 Mikrovolt pro Pascal, 1 Zoll Kapseln kommen bis auf 100 Mikrovolt pro Pascal.
Unterpunkt Rauschen. Je kleiner eine Kapsel ist, desto stärker ist sie aufgrund des geringen Übertragungsfaktors für Rauschen anfällig. Ursache des Rauschens ist jedoch nicht die Mikrofonmembran, sondern der elektrische Innenwiderstand der Kapsel. Das ist zum Beispiel bei dynamischen Mikrofonen der Widerstand der Tauchspule, beim Elektretmikrofon der Lastwiderstand. Je höher der Innenwiderstand ist, desto mehr rauscht das Mikrofon. Umso höher ist in der Regel jedoch auch die Ausgangsspannung. Verglichen mit Tauchspulmikrofonen besitzen Elektretkapseln einen mindestens 10-mal höheren Abschlusswiderstand und damit mindestens 10-mal höheres Rauschen. Sie liefern jedoch auch wesentlich höhere Signalspannungen. Unterpunkt Impedanz. Als Impedanz bezeichnet man den elektrischen Ausgangswiderstand des Mikrofons bei Wechselspannung im Tonsignalbereich. Während dynamische Mikrofone häufig Impedanzen um 600 Ohm besitzen, haben Kondensatorkapseln eine sehr hohe Impedanz. Da sie aber einen Arbeitswiderstand benötigen, erscheint nur dieser als Impedanz nach außen, in Klammern bei Elektretmikrofonen im Bereich zwischen 1 und 5 Kiloohm, Klammer zu. Je hochohmiger der Ausgang des Mikrofons ist, desto stärker macht sich die Kabelkapazität der Anschlussleitung bemerkbar. Hohe Frequenzen werden durch lange Kabel gedämpft. Unterpunkt Klirrfaktor. Der Klirrfaktor gibt den Anteil nichtlinearer Signalverzerrung am Nutzsignal in Prozent an. Bei dynamischen Mikrofonen ist der Klirrfaktor gering. Nichtlineare Verzerrungen kommen in der Regel nur bei sehr großen, nicht relevanten Schallpegeln vor. Der nichtlineare Zusammenhang der Membranauslenkung zur abgegebenen Spannung verzerrt bei Elektret- und Kondensatormikrofonen prinzipbedingt das Signal ab bestimmten Pegeln nicht linear. Unterpunkt elektromagnetische Störempfindlichkeit Brummen. Die häufigsten Brummstörungen entstehen durch Erdschleifen, in Klammern auch Brummschleifen genannt. Somit ist meistens nicht das Mikrofon selbst, sondern das Kabel und die Art des Anschlusses für solche Störungen verantwortlich. Diese können durch differenzielle, in Klammern symmetrische Leitungsführung beziehungsweise getrennt zur Abschirmung geführte Masseleitungen beseitigt werden. Die Störempfindlichkeit nimmt mit der Kabellänge zu. Eine gute Abschirmung des Kabels kann den elektrischen Störeinfluss beseitigen. Gegen magnetische Störungen sind symmetrische Kabel ohnehin unempfindlich. Mikrofonkabel haben teilweise einen Mikrofonieeffekt. Sie sind empfindlich gegen Trittschall und Bewegung, wenn ihre Umflechtung bzw. Abschirmung bei Bewegung wechselnde Kontaktwiderstände erzeugt. Mikrofoniearmut ist ein Qualitätskriterium für Mikrofonkabel. Unterpunkt digitale Mikrofonstelle. Verzeihung, digitale Mikrofonschnittstelle. Der AES42-Standard definiert eine digitale Schnittstelle für Mikrofone, die direkt einen digitalen Audiostrom erzeugen. Die Verarbeitungskette Impedanzwandler, Mikrofonverstärker, AD-Wandler ist im Mikrofongehäuse integriert. Der Anschluss erfolgt durch einen XLR-Stecker. Die Energieversorgung der Elektronik über Phantomspeisung, in Klammern Digital Phantom Power, DBP 10 Volt, maximal 250 mA. Durch Modulation der Phantomspannung können solche Mikrofone fernbedient werden, etwa um Dämpfung, Richtcharakteristik einzustellen. Unterpunkt Anschlussnormen. Erstens symmetrische Signalführung, Doppelpunkt Monosignal, drei Adern, Masse, positiver Signalpol hot, negativer Signalpol cold. Zweitens asymmetrische Signalführung, Monosignal, zwei Adern, Masse, Signal. Drittens asymmetrische Signalführung, Stereosignal, drei Adern, Masse, Signal, links, Signal, rechts. Diese Anschlussnormen sind heute am gängigsten. Manche ältere Mikrofone haben einen DIN- oder Tuchelstecker. Vereinzelt gibt es auch den kleinen Tuchel, speziell bei kompakten Ansteckmikrofonen mit separaten Funksender. Bei allen Mikrofonen gilt, das Männchen am Mikrofonstecker gibt das Signal ab,
und das Weibchen an der Kabelkupplung nimmt das Signal an. Einfache Mikrofone sind unsymmetrisch und besitzen als Anschlussleitung nur ein Koaxialkabel (zwei Leitungen). Bei Elektretmikrofonen mit Tonaderspeisung ist dies ebenso, sie arbeiten am PC bzw. an der Soundkarte, indem sie die an diesen Mikrofoneingängen bereitgestellte Speisespannung (in der Regel 5 Volt) nutzen und auf den Quellwiderstand (einige Kiloohm) dieser Spannung arbeiten. Unterpunkt Funkmikrofone. Kabellose Mikrofone werden überall dort eingesetzt, wo eine Kabelverbindung aus technischen, praktischen oder optischen Gründen von Nachteil ist. So sind etwa auf Bühnen dynamische Gesangsmikrofone mit integriertem Sender anzutreffen. Elektret-Ansteckmikrofone und Kopfbügelmikrofone (Headsets) mit separatem batteriebetriebenem Funksender (Bodypack) finden häufig bei Fernsehproduktionen oder auch bei Aufführungen von Musicals Verwendung. Nachteile der Funkübertragung sind vor allem ein hoher Anschaffungspreis und höhere Betriebskosten (Batteriebetrieb). Funkmikrofone übertragen in Europa das Nutzsignal meistens frequenzmoduliert (FM) auf dem anmeldefreien Frequenzband um 433 oder oberhalb 862 MHz. Die Reichweite beträgt zwischen 100 und 250 Metern. Welche Frequenzbänder genutzt werden dürfen, hängt von den Vorschriften des entsprechenden Landes ab. In Deutschland existieren auch Allgemeinzuteilungen im Bereich von 790 bis 862 MHz, die allerdings aufgrund der digitalen Dividende im Jahr 2015 auslaufen. Im Februar 2011 erfolgte die drahtlose Mikrofonnutzung die Zuweisung des als Duplex-Mittellücke (auch Duplex-Lücke oder Mittellücke) bezeichneten Frequenzbandes von 823 bis 832 MHz. Diese Zuteilung ist befristet bis 31. Dezember 2021. Störungen werden bei professionellen Übertragungssystemen durch redundante Übertragung auf zwei Ausbreitungspfaden vermieden (Antenna Diversity). Zur Erhöhung der Dynamik wird bei den professionelleren Systemen auf der Senderseite ein Kompander und auf der Empfängerseite ein Expander eingesetzt. Dadurch werden bis zu 110 Dezibel Dynamik des Audiosignals erreicht. Einige Modelle übertragen die Signale digital. Abschnitt Anwendung. Den Einsatz von Mikrofonen bezeichnet man als Mikrofonierung. Dabei werden je nach Anwendung nach technischen, klanglichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimiert. Zur Positionierung werden diverse Mikrofonstative eingesetzt. Unterpunkt anwendungsbezogene Bauformen. Anwendungsbezogen können Mikrofone außerdem kategoriert werden in erstens nach der Größe der Membran Kleinmembran, Großmembran, die Grenze liegt bei etwa 1 Zoll, zweitens nach der Richtcharakteristik siehe akustische Bauform, drittens nach der äußeren Bauform, Unterpunkt Handmikrofon, weiterer Unterpunkt Klemm-, Ansteck- und Laviermikrofon, Lavier-Mikrofone sind meistens Kondensatormikrofone und benötigen eine Phantomspeisung, Nächster Unterpunkt Durchsagemikrofon mit Sprechtaste, stationäre Verwendung mit Standfläche und Schwanenhals oder als Handmikrofon, zum Beispiel für Sprechfunkgeräte. Letzter Unterpunkt als integraler Bestandteil von Geräten wie etwa Headsets, Telefonen, Hörgeräten. Sonderbauform das Unterwassermikrofon (Hydrofon). Reine Festkörperschwingungswandler und damit technisch gesehen Tonabnehmer und keine Mikrofone sind das Lasermikrofon und das Kehlkopfmikrofon. Unterabschnitt Mehrkanal-Mikrofonsysteme. Zwei Mikrofone zusammen bilden ein Mikrofonsystem für Stereoaufnahmen, die damit einen ganz bestimmten Aufnahmebereich für die Hörereignisrichtung auf der vollen Stereo-Lautsprecherbasis einfangen. Es gibt eine Reihe von Stereo-Mikrofonierungsverfahren, die auf psychoakustischen Effekten beruhen. Erstens
Laufzeit-Stereophonie, Unterpunkt AB-Stereosystem. Zweitens Intensitäts-Stereophonie, Unterpunkt XY-Stereosystem, weiterer Unterpunkt MS-Stereosystem, letzter Unterpunkt Blumlein-Stereosystem. Drittens Äquivalenz-Stereophonie, Unterpunkt ORTF-Stereosystem, nächster Unterpunkt NOS-Stereosystem, letzter Unterpunkt Decca-3-Stereosystem. Viertens binaurale Stereophonie, Unterpunkt Kunstkopf-Stereosystem, nächster Unterpunkt Trennkörper-Stereosystem bzw. Trennkörper-AB. Unterpunkt Raumklang. Eine Besonderheit stellt die Raumklangmikrofonierung zur Aufzeichnung von besonders räumlichen 5.1 Raumklangsignalen dar. Einsatz finden solche Systeme im Kino- und Orchesterbereich. Unterpunkt Messtechnik. Die akustische Messtechnik verwendet Mikrofone mit Kugelcharakteristik und möglichst linearem Frequenzausgang. Eine Spezialanwendung ist die Lokalisierung von Schallquellen mittels Mikrofonarrays. Unterpunkt Mikrofonzubehör. Unterpunkt vom Unterpunkt Windschutz in Klammern Popschutz. Ein Wind- oder Popschutz schützt Mikrofone vor Luftströmungen, die beim Sprechen oder im Freien auftreten und polternde, rumpelnde, poppende, in Klammern insbesondere bei Verschlusslauten wie B oder P, Klammer zu, Nebengeräusche verursachen. Mitunter sind die Geräusche so laut, dass sie den nachfolgenden Verstärker übersteuern und ein regelrechtes Knallen entsteht. Druckempfänger sind weniger anfällig als Druckgradientenempfänger. Verwendet werden Schaumstoff- und oder Fellüberzüge, in Klammern Jargon Windjammer, Fell, Zwelch, tote Katze, Hund, Pudel oder Puschel, Klammer zu, sowie in Tonstudios auch Popschirme. Viele Mikrofone haben zum Schutz der Membran einen fest installierten Korb aus Metall und Gazegeflecht, der auch Wind in Grenzen abhält. Bei Studiomikrofonen dient der Popschutz außerdem dazu, die beim Sprechen und Singen entstehende Feuchtigkeit und das Kondensat von der empfindlichen Kondensatormembran fernzuhalten. Weiterer Unterpunkt vom Unterpunkt Mikrofonspinne. Um Rumpeln oder Poltern im Tonsignal, hervorgerufen durch Erschütterungen, in Klammern Körperschall, Klammer zu, vom Mikrofon zu entkoppeln, werden Studiomikrofone am Stativ in eine elastische Aufhängung, die Spinne, eingehängt. Spinnen bestehen aus einer Halterung, in der das Mikrofon durch ein im Zickzack gespanntes Gummiband frei schwingen kann. Kohlemikrofone sind besonders erschütterungsempfindlich, weshalb man auf alten Fotos oft auch Rednermikrofone außerhalb des Studios in elastischen Halterungen sieht. Gesangsmikrofone haben zur Entkopplung von Griffgeräuschen meistens eine Lagerung der Mikrofonkapsel in Elastomerschäumen. Der Artikel Mikrofon wurde von André Hoog mit dem Benutzernamen ahoog am 9. August 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/deet.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/mikrofon. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.